vorweg, ich finde die Idee, jetzt zu evaluieren und zu gucken, was funktioniert an einzelnen Schulen und was funktioniert an einzelnen Schulen nicht, durchaus sinnvoll. Und ich glaube auch nicht, dass das an dieser Stelle ein Abschied von dem in Ihren drei Fraktionen verabschiedeten Schulkonsens ist. Und zwar aus folgendem Grund. Man hat 2008 die Schulreform vor allen Dingen im Bereich Oberschule, Inklusion und Ganztagsschule auf den Weg gebracht und die 10 Jahre festgeschrieben in dem Bestreben, dass nicht jede neue Regierung, nicht jede neue Koalition wieder eine neue Schulstrukturdebatte in Gang setzt. Im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass eine der hier vertretenen Fraktionen mit dieser Debatte wieder neu anfangen will. Auch wenn ich weiß, dass selbst auch bei den Kolleginnen und Kollegen der Grünen-Fraktion und der SPD viele genauso wie wir gerne auf den Erhalt der Gymnasien verzichtet hätten und eine Gemeinschaftsschule eingerichtet hätten, sind wir doch, glaube ich, zumindest bei den Bildungspolitikerinnen und Politikern einer Meinung, dass eine Schulstrukturveränderung allein die großen Probleme, vor denen wir hier im Land Bremen stehen, nicht lösen wird. Von daher habe ich nicht das Gefühl, dass die Gefahr besteht, dass jetzt wieder alles aufgebrochen wird. Ich sehe aber auch, und das, da finde ich irgendwie die Vergleichsstudien auch ehrlich gesagt ziemlich nebensächlich, ich sehe auch, dass wir nach wie vor einer Menge Probleme stehen, die man tatsächlich nicht über strukturelle Veränderungen lösen kann. Ich glaube, selbst wenn wir eine Gemeinschaftsschule eingeführt hätten, hätten wir in bestimmten Bereichen Probleme, wie wir sie auch heute mit der bestehenden Schulstruktur haben. Meiner Meinung nach wäre es schon sinnvoll, jetzt in eine zweite Phase, und zwar eine qualitative Evaluation der Schulreform zu gehen. Wir müssen uns nämlich genau angucken, was brauchen wir, damit wir endlich aufholen bei der Bewältigung der zentralen Probleme, vor denen alle Schulen heute stehen. Und das sind ja genau die Probleme, über die wir bei jeder Vergleichsstudie neu reden. Das ist erstens eine generelle Verbesserung der schulischen Leistung. Da sind wir uns, glaube ich, hier im Hause auch einig. Und das ist zweitens, auch da sind wir uns weitgehend einig, die Entkopplung des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft. Und das ist drittens, auch das wird immer wieder von uns, wenn wir in der Deputation oder in den Fachausschüssen reden, der Schulerfolg der sogenannten drei Risikogruppen, also der Kinder und Jugendlichen, deren familiären Hintergrund geprägt ist von Migrationshintergrund, von Erwerbslosigkeit der Eltern oder von Armut oder schlimmstenfalls von allen drei Risikogruppen. Und das sind die drei Kriterien, um die es geht und bei denen, da sind wir uns auch relativ einig, insgesamt noch nicht richtig weitergekommen sind. Natürlich geht es auch, das hat der Kollege von Bruch ja vorweg gesagt, auch um Ressourcen. Und natürlich belastet es die Schulen in Bremerhaven und Bremen, vor allen Dingen auch in Bremen, dass sie eben nicht von einer demografischen Rendite profitieren können, wie in einigen Flächenländern. Und natürlich reden wir auch hier seit Jahren immer wieder über Ressourcen, weil wir 2008 mit der Schulreform von einem ganz niedrigen Level ausgestartet sind. Auch das ist hier schon oft genug Gegenstand der Debatten gewesen. Die Lehrerstellen, die zwischen 1993 und 2007 hier gekürzt worden sind, haben natürlich viel damit zu tun, dass wir im letzten Endes auch in allen Vergleichsstudien folgerichtig auf dem letzten Platz gelandet sind. Und wir haben natürlich immer wieder diese Ressourcendebatte, weil der Bildungsbereich immer noch wieder einbezogen wird in die Vorgaben zum Personalabbau, sodass die Schippe drauf im Endeffekt durch die Umsteuerung im eigenen Ressort auch wieder zu einer Schippe runter wird, beziehungsweise ein Status quo herstellt, aber eben nicht mehr. Darüber muss man natürlich reden und es hat ja auch in allen Fraktionen Bewegungen gegeben in dieser Frage. Also ich habe ja auch durchaus erfreut zur Kenntnis genommen, dass nach der Vorstellung der ersten Eckwerte auch von den Regierungsfraktionen das Thema Ganztag nochmal wieder auf den Tisch gebracht worden ist. Und ich bin gespannt oder ich erwarte auch, auch in dem Sinne nicht mal zynisch, dass von Ihnen dann noch im Dezember was vorgelegt wird. Wir brauchen eine angemessene Ausstattung, das ist klar, aber wir brauchen erheblich mehr. Denn auch da sind wir uns als Fachpolitiker und Fachpolitikerinnen weitgehend einig, dass Ressourcen alleine die Probleme nicht lösen werden. Man muss sich einfach mal vor Augen halten, dass Schulen vor grundsätzlich neuen Herausforderungen stehen und grundsätzlich anders arbeiten als noch vor 20 Jahren.
Die Situation, die wir heute an vielen Schulen haben, kann man mit nichts mehr vergleichen, was früher einmal war. Wir haben Schulen, da hat die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund. Wir tun aber so, als ob das eine besondere Gruppe wäre, Herr Güngör. Wir tun immer noch so, als wäre das eine Gruppe, die abweicht von der Norm, für die wir zusätzlich etwas in den Schulbetrieb einbauen müssten, eine Vorklasse oder einen Sprachkurs. Wir machen das nicht zur Ausgangslage und ich glaube, das ist ein Fehler. Wir haben auch Schulen, wo die Mehrheit der Schülerinnen und der Schüler aus Familien gekommen, die geprägt sind von niedrigen Einkommen, Erwerbslosigkeit, prekärer Beschäftigung, einfach von wenig Geld. Und auch da tun wir immer noch so, als wäre das eine besondere Gruppe, die noch zusätzlich etwas braucht, vielleicht Sozialarbeit oder Förderangebote, damit sie so funktionieren wie alle anderen. Wir stellen fest, dass viele Schülerinnen und Schüler aus Haushalten kommen, wo es nicht die berühmten 100 Bücher im Schrank gibt und nennen das auch gerne, ich tue es nicht, bildungsfern. Dabei heißt es erst einmal, dass die Art, wie zu Hause und im Lebensalltag der jugendlichen Gesellschaft Kultur und Bildung erlebt und verstanden wird, heute eben in vielen Haushalten eine total andere ist als noch vor 30 Jahren, auch als noch vor 20 Jahren. Und wenn wir das als neue Norm begreifen, dann reden wir nicht über Abweichungen von einer normalen Bildungsbiografie, die man mit Abweichungen beantworten muss, sondern wir müssen das zur Ausgangslage machen, wie eine neue Schule arbeiten muss. Und wie das am besten geht, das wissen wir alle immer noch nicht. Ich glaube, da brauchen wir nicht so zu tun, als hätten wir schon das Rad erfunden. Wir können immer noch nicht sagen, welche Veränderung des Unterrichts die Ergebnisse wirklich verbessert. Und meine Vermutung ist ehrlich gesagt, nachdem ich nun natürlich auch viele Schulen kenne, dass das von Schule zu Schule auch verschieden sein kann, ja sogar sein wird. Was in einer Oberschule in Gröpeling funktioniert, muss nicht unbedingt das sein, was in einer Grundschule in Schwachhausen funktioniert oder umgekehrt. Es müsste im Grunde aus unseren Köpfen die Vorstellung verschwinden, dass diese oder jene Klasse abweicht von dem, was wir als Norm oder als normale Klasse betrachten und was wir da eigentlich vorfinden wollen, weil es im Grunde gar keine normalen Klassen mehr gibt. Und es gibt meines Erachtens auch keine Ausreden mehr. Wenn wir immer wieder feststellen, dass die Schulleistungsergebnisse sich vielleicht erklären lassen, dass die Risikogruppen in Bremen viel größer sind als in anderen Städten oder Kommunen, dann stimmt das sicher. Aber es hilft uns eben überhaupt nicht weiter, nur diesen Befund aufzumachen. Und es wird auch den Gruppen nicht gerecht, deren Zugang zu Bildung und Schule vielleicht anders ist als das, wovon Schule heute ausgeht. Und dann sage ich hier ganz klar an dieser Stelle, dann muss Schule sich eben ändern. Es gibt bereits viele Schulen mit vielen neuen Ansätzen und es gibt auch viele Experimente, die wirklich ausprobieren, was könnte uns eigentlich weiterbringen. Aber wir müssen, und insofern verstehe ich auch den Antrag der CDU als Schritt in diese Richtung, wir müssen das dann auch mal miteinander vergleichen. Es ist im Grunde ein Unding, dass wir keine Schulleistungsvergleiche der Schulen untereinander haben, sondern immer nur länder- oder bundesinterne Vergleiche. Dass wir über die Ergebnisse der einzelnen Schulen in überregionalen Vergleichen nebeneinander legen und sagen, was die dort machen, scheint was zu bringen für die Entkopplung von der sozialen Herkunft oder für die Risikogruppen oder für die allgemeinen Schulleistungen, damit Schulen voneinander lernen können. Ich finde, so einen Prozess, den müssen wir hier herstellen. Und ich sage auch ganz klar, wir können damit nicht warten bis 2018. Und deshalb finde ich den Ansatz des CDU-Antrags auch im Kern völlig richtig, zu sagen, wir müssen jetzt anfangen, in eine Auswertung der Schulreform einzusteigen. Und zwar nicht, um wieder aus ihr auszusteigen, sondern wir wollen sie stärken und nachstellen und anpassen und nachsteuern. Vor allem aber, um endlich systematisch über Qualität zu reden und darüber, mit welchen Instrumenten wir denn Schulleistungen endlich verbessern können. Man kann es vielleicht auch einfach so sagen, die Schulreform ist ein ständiger Vorgang und die Schulen müssen sich ständig verändern und weiterentwickeln. Und dafür müssen wir als Politik Voraussetzungen schaffen. Und meiner Meinung nach auch jetzt und nicht erst 2018, wenn wir gucken, wie bewährt hat sich denn die Schulreform. Die CDU macht in Punkt 2 ihres Antrags Vorschläge zu einzelnen Themen, die bei einer vorgezogenen Evaluation und Weiterentwicklung der Schulreform besonders berücksichtigt werden sollten. Ich finde viele davon gut, einige nicht. Die Orientierung auf die Ganztagsschule, und zwar die gebundene Ganztagsschule, finde ich völlig richtig.
Die Frage, dass man das dann wieder offen lässt, habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Deswegen werden wir dem Punkt A auch nicht zustimmen können. Ich finde es auch notwendig, dass wir über die Entwicklung der Oberstufen reden, der Abbau der Oberschulzentren, die Orientierung. Jede Oberschule braucht ihre eigene Oberstufe. Den muss man dringend kritisch überprüfen, weil da haben wir schon negative Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, da muss man einfach mal gucken. Hat sich das bewährt? Meiner Meinung nach nicht, aber das sollten wir dringend evaluieren. Man muss aber auch bei den Gymnasien überprüfen, wie weit sie stärker als bisher berücksichtigen müssen, dass von ihnen aus der Weg nicht nur in die Hochschule, sondern auch in die Ausbildung oder in direkt die berufliche Ausbildung führt. Was ich allerdings auch nicht will, da gebe ich meinem Kollegen Günge recht, ich möchte berufliche Bildung oder Berufsorientierung und Hochschulorientierung nicht auf zwei Schulformen unterschiedlich verteilen. Ich bin der Meinung, Gymnasien haben eine Berufsorientierung genauso nötig wie Oberschulen. Und ich finde es im Übrigen auch fatal, dass mit der Oberschulreform die Berufsorientierung völlig verschwunden ist, weil man die Oberschulen mit den Gymnasien gleichstellen wollte. Das heißt, meiner Meinung nach muss die Berufsorientierung an beide Schulformen, und zwar unmittelbar, wieder zurück. Ich finde es richtig, richtig schade, dass wir die Lehrer für WAT, die Arbeitslehre, dass wir sie gar nicht mehr ausbilden und dass wir sie gar nicht mehr beschäftigen. Aber wie gesagt, Herr Dr. von Bruch, ich möchte das nicht nur an den Oberschulen, ich möchte das auch an den Gymnasien. Wir müssen im Endeffekt auch den Inklusionsprozess darauf überprüfen, wie er weitergeführt wird zu einer umfassenden individuellen Förderung aller. Das sehen wir ebenfalls so. Weil bislang haben wir Schülerinnen und Schüler, die an früher gesonderten Schulen unterrichtet wurden, eigentlich nur auf die allgemeinbildenden Schulen verteilt. Und der Schritt zu einem anderen Unterricht ist bislang so mühselig gewesen, weil die Ressourcenfrage eben immer über allen schwappte und weil bestimmte Sachen nicht irgendwie geklärt waren, dass wir da eigentlich erst am Anfang stehen. Und ich finde, auch das sollten wir aufmerksam begleiten und gucken, wo müssen wir gegensteuern. Ich komme vorerst zum Schluss. Als nächster hat das